Hallo und willkommen zu einem weiteren Visual Basic Tutorial von mir Helsing. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie Ihr eigenes Design zu einer Form herstellen, ohne dass Sie irgendwas downloaden müssen, nur mit Photoshop und mit Visual Basic. Als erstes müssen wir eine neue Form erstellen, der Name ist völlig egal. Ich nenne das einfach mal Form. Für alle, die Photoshop gerne kostenlos haben wollen, schreibt mich an. Ich schicke euch was Tolles und erkläre euch alles, wie es geht. Leider kann ich es nicht hochladen, da ich ansonsten einen Verweis bekomme, den ich eh schon bekommen habe. Aber naja, egal. Also anstatt hier den Button nehmen wir eine Picture Box. Das hat eigentlich den gleichen Effekt, wie wir sehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das wird nachher ganz anders aussehen. Wir gehen hier auf Cursor, dann gehen wir auf Hand. Das wird dann so aussehen. Wenn man hier klickt. Auf jeden Fall, jetzt fangen wir mal an, die Buttons zu designen. Und dann zeige ich euch, wie man die Form designt. Wir starten dazu erstmal Photoshop. Link von Photoshop ist auch in der Beschreibung. Wir müssen hier einmal klicken, dann gucken wir unten, wo Sitze steht. Das wäre dann die genaue Größe, die kopieren wir und schreiben die erste Zahl oben hin, die zweite unten. Und das Ganze in Pixel. Dann haben wir die Originalgröße und können das Ganze ganz leicht designen, indem wir auf Filloptionen gehen, zum Beispiel Verlaufmusterung. Radial, reflektiert, umkehren. Dann schreiben wir hier zum Beispiel rein, open. Dann müssen wir die Größe noch anpassen. Das können wir hier mit Transformations Option, Steuerung oder keine Ahnung, wie das heißt. Habe ich gerade keinen Bock zu lesen. Und setzen das hier dann einfach ein. Möglichst in der Mitte. Bestätigen das Ganze. Und dann haben wir schon das erste Button-Design. Button 1. In bester Qualität natürlich. Und wir sehen schon, das Ganze nimmt langsam Gestalt an. Natürlich wollen wir noch eine Animation, wenn wir auf das Picture Box Image gehen, dass sich da irgendwas ändert, weil ansonsten wäre das ja ein wenig langweilig. Wir machen dazu einfach wieder auf Filloption und ändern hier die Farbe. Die Farbe könnt ihr hier unten auswählen. Die wird dann hier direkt angezeigt, wenn ihr hier drauf klickt. Und die könnt ihr dann auch direkt auswählen. Jetzt sieht man das oben nicht mehr so toll, deswegen tut man da einfach mal Schein nach außen machen. Dann sieht man das wieder geil. Dann speichern wir das Ganze unter Button GIF. Aber speichern das Ganze als JPG. Kopieren wir das Ganze
Jetzt tun wir hier Button GIF einfügen. Tun es genau darüber machen. Aber zuerst müssen wir Doppelklick auf den auf die erste Picture Box. Dann wählen wir hier Mouse Move aus. Schreiben rein Picture Box 1.hide Picture Box 2.show. Den Code kopieren wir, machen Doppelklick auf die Form und gehen hier auch auf Mouse Move und schreiben das rein. Nur tun wir das andersrum machen, dass die Picture Box 2 versteckt wird und die Picture Box 1 angezeigt wird. Dann tun wir das direkt drüber und müssen bei dem zweiten Bild Wishable Visible False machen. Dann haben wir das hier schon. Man sieht, das sieht echt gut aus, finde ich jetzt. Für so kurz gemacht. Jetzt müssen wir nur noch die Form designen, das geht auch ziemlich leicht. Dazu müssen wir als erst hier, wo ist es denn? Hier auf From Border Style machen wir None, damit wir das ganze Teil selber designen können. Und jetzt gucken wir nochmal die Sitze von der Form. Kopieren wir wieder. Erstellen eine neue Ebene. Fügen es wieder ein. Jetzt können wir die Form auch noch designen. Filloption machen wir mal hier Korrektur rein. Machen wir noch Schattenschlag, damit es nach unten echt gut aussieht. Die restliche Form tun wir auch gleich design. Ich habe die Muster jetzt gedownloadet, die kann man aber auch selber machen. Der Link ist auch in der Beschreibung, wo ihr die ganzen Muster downloaden könnt. Und man installiert die einfach, wenn ihr hier auf Filloption, dann auf Muster Überlagerung geht und dann hier auf Muster laden. Dann wählt ihr euer Muster aus und dann habt ihr das schon drauf. Jetzt tun wir oben noch den Namen des Programms eintragen. Nenne ich jetzt auch einfach mal Form. Dann tun wir die Größe noch anpassen. Da die Form jetzt unter dem oberen liegt, wird sie nicht angezeigt, deswegen müssen wir das ein wenig hochschieben, dass das sichtbar wird. Machen wir auch noch eine schöne Musterung rein. Die ist generell bei allen dabei, passt aber gerade nicht wirklich. Das. Dann haben wir das auch, dann speichern wir das Ganze auch wieder unter JPG Form Design. Gehen hier bei der Form auf Image. Background Image. Dann wählen wir hier unsere Form Design aus und haben das auch schon drauf.
Das Ganze sieht jetzt eigentlich schon echt stylisch aus. Und ja, so tut man seine eigene, sein eigenes Design zu der Form hinzufügen. Wie sich das dann noch bewegt, das zeige ich euch in einem anderen Tutorial, das auch in Kürze folgen wird. Und ja, bitte abonniert unsere Videos und schaut ab und zu mal vorbei. Für jedes Kommentar und für jedes Abo sind wir sehr dankbar. Wie ihr seht, gibt es auch öfters Events bei Abonnenten, für Abonnenten. Wir haben jetzt zum Beispiel das 70 Abonnenten-Event. Dazu müsst ihr nur auf unser Video 70 Abonnenten-Event klicken und dann könnt ihr schon abstimmen auf der Seite. Da wird alles erklärt. Dann müsst ihr einfach auf der Seite abstimmen, ob nochmal ein GFX-Event wird oder ob da ein Programm Wunsch oder sowas gibt. Okay, schaut einfach mal vorbei, checkt unsere Videos. Das war's von mir, Helsing, und wir sehen uns.